Herzlich willkommen beim Club ORF Sport Plus, wo ich Sie heute in Amstetten begrüßen darf. Aus dem Leichtathletikstadion, in dem heute ein historischer erster Siebenkampf in einer Stunde abgewickelt worden ist. Und das, obwohl wir eigentlich heute, das heißt Topathletinnen und Topathleten und der gesamte Medientross, nicht in Österreich sein sollten. Eigentlich sollten wir heute schon in Japan sein und uns auf die morgige Eröffnungszeremonie vorbereiten. So heißt es natürlich noch warten. 365 Tage ganz genau heißt es noch warten auf die Olympischen Spiele in Tokio 2021 dann. Weil das Coronavirus weltweit so grassiert, muss sich die Sportelite neue Möglichkeiten suchen, Wettkampf- und Trainingspläne umstellen. Was das an Herausforderungen für sowohl das japanische Organisationskomitee, für das IOC und auch Topathletinnen und Topathleten bedeutet, das wollen wir heute, ein Jahr vor den Olympischen Spielen, ganz genau besprechen. Und das, auch wenn man sich heute nicht vorstellen kann, dass das ganz große Sportfest der ganz großen Sportfamilie in einem Jahr, zu dem dann zigtausende Menschen per Flugzeug anreisen sollen, stattfinden kann. 4 Jahre nach der Bronzemedaille von Tanja Frank und Thomas Zajac im Segeln soll die olympische Idee dennoch alle weiter auf Kurs halten. Wie es den österreichischen Medaillenhoffnungen in ihrer einjährigen Warteschleife bis Olympia geht, auch das ist natürlich heute unser Thema. In den letzten Tagen ist viel über Olympia gesprochen worden. IOC-Präsident Thomas Bach hat sich zu Wort gemeldet und hat gemeint, er freut sich schon, er ist bereit. Viele Sitzungen sind absolviert worden und dabei ist auch klar geworden, der Zeitplan, der wird auch im nächsten Jahr einigermaßen beibehalten. Meine Kollegin Caro Pflanzl hat sich angeschaut, wie die kleinen Veränderungen doch ausschauen. In Japan wächst die Sorge vor einer weiteren Corona-Infektionswelle. Die Neuinfektionen, vor allem in Tokio, steigen rasant. Kein Grund zur Sorge beim IOC. Geht es nach Präsident Thomas Bach, dann sollen in einem Jahr die Spiele ohne Einschränkungen stattfinden. Vorausgesetzt, man hat die Pandemie bis dahin im Griff. Leere Stadien sind für ihn keine Alternative. Olympische Spiele hinter verschlossenen Türen, das wollen wir definitiv nicht. Vom Programm her soll alles beim Alten bleiben. Mit 339 Entscheidungen in 33 Sportarten. Die Stadien bleiben die gleichen. Und auch die Sportler dürfen in das olympische Dorf ziehen, was ja nicht so sicher war, da die Immobilie ab Herbst verkauft war. Wir sind glücklich, das Programm bestätigen zu können. Es gilt, noch ein paar Details zu klären. Wir blicken nach vorne und gehen davon aus, dass die Spiele 2021 stattfinden werden. Trotzdem soll gespart werden. Wir sind der Meinung, dass wir keine extravaganten Eröffnungs- oder Schlusszeremonien inszenieren werden. Wir sollten in diesem Bereich etwas zurückschrauben. Das war seit der Verschiebung auf 2021 auch der Plan. Obwohl zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alles ganz klar ist, soll es in Tokio Spiele geben. Fest steht nur, eine neuerliche Verschiebung ist nicht geplant. Viele Themen, die wir heute also besprechen können. 3 Gesprächsrunden haben wir für Sie vorbereitet und ein Update unseres Asien-Korrespondenten Josef Dollinger. Aber jetzt freue ich mich auf die erste Gesprächsrunde und dazu begrüße ich gleich den Generalsekretär des IOC, Peter Mendel. Herzlich willkommen. Gemeinsam mit Christoph Sieber, dem Chef der Mission, arbeiten Sie beide gerade daran, die Pläne, die für 2020 gestanden werden, jetzt neu für 2021 zu konzipieren. Und zu meiner Rechten begrüße ich noch Gregor Högler, den Sportdirektor der Leichtathletik, einer der aussichtsreichsten Sparten, wenn es nächstes Jahr heißt, auf die Plätze fertig los für Gold, Silber und Bronze. Herzlich willkommen. Gregor Högler, ich möchte gleich mit Ihnen beginnen. Wir sitzen hier auf der Laufbahn, deshalb, weil heute ein historisches Weltereignis, kann man so nennen, gestartet worden ist. Sarah Lager, Ivona Dadic und auch eine Leichtathletin aus der Schweiz haben sich heute in einem 60-Minuten-Wettkampf einem Siebenkampf gestellt. Wie beeindruckend und anstrengend war es? Also die Leistungen waren sehr beeindruckend, wir sind sehr zufrieden und es ist eine Werbung für die Athletik, aber natürlich auch für das IOC und für den olympischen Gedanken. Und ich glaube, das ist genau das Richtige, was wir machen können, ein Jahr genau davor, weil im Endeffekt der Sport lebt immer weiter und wir müssen uns einfach einrichten, was kommt, und der Athlet muss immer am Tag X abliefern, und die Athleten heute haben gut abgeliefert und wir trainieren natürlich weiter und freuen uns natürlich aufs nächste Jahr. Wie wichtig sind solche Wettkämpfe, also solche speziellen Events, die man jetzt irgendwie ins Leben rufen muss, auch um die Motivation hochhalten zu können?
Ja, das hat eigentlich auch sportwissenschaftlich einen Grund, warum man die Leistung im Sommer bringen sollte, wenn man trainiert, weil es ist im Prinzip ein normaler Rhythmus. Wenn man trainiert, muss man nachher auch die Wettkämpfe machen, weil sonst kennt sich irgendwann einmal der Körper nicht aus und man muss abliefern, und deswegen war das genau gerade richtig. Und für die Athleten ist natürlich extrem wichtig zu zeigen, die wollen zeigen, was sie trainiert haben, was sie drauf haben. Die Leute, man hat es heute gesehen, das Publikum ist super mitgegangen, die wollen das sehen, die wollen Leistungen sehen, und das war ein sehr gutes Format heute, dass man sieht, was eigentlich die Mädels da leisten, und das dann noch in einer Stunde, das war wirklich eine Werbung für alle. Für viele Athletinnen und Athleten, hoppala, da verabschiedet sich gleich einmal mein Clipboard, war eine Phase der Unsicherheit, es war nicht klar, wie es weitergehen wird, der Terminkalender hat sich auf den Kopf gestellt, ich bin mir sicher, Sie haben sich genauso umstellen müssen wie das ganze ÖOC. Peter Mendl, was hat sich in den letzten Monaten an Herausforderungen bei Ihnen getan und an welchem Punkt sind Sie jetzt angekommen? Ja, zuerst einmal möchte ich mich bei den Organisatoren und den Helfern für den heutigen Tag bedanken. Sie haben Tolles geleistet und sie haben es ermöglicht, den Athletinnen eine tolle Bühne zu bieten, dass sie auch zeigen können, was in ihnen steckt und sich auch für das nächste Jahr vorbereiten können. Und ich glaube, das ist ein tolles Signal für das Einjahresjubiläum sozusagen vor den Spielen. Für uns waren die letzten Monate natürlich sehr aufreibend, trotz der Corona oder gerade wegen der Corona-Krise und trotz dem Lockdown. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, die Japaner davon zu überzeugen, dass die Spiele verschoben werden müssen. Es wäre die Alternative nur die Absage gewesen. Und das hätten sich die Athleten, die 4 Jahre lang geschwitzt, trainiert und sich vorbereitet haben, nicht verdient gehabt. Das klingt jetzt so, als wäre da sehr harte Überzeugungsarbeit notwendig gewesen. War das so? Ja, ich glaube, man muss auch in das gesamte System, es hängt zu viel alles zusammen, wenn man denkt, dass es 42 Sportstätten sind, dass es 11 Firmen gibt, die beim Olympischen Dorf beteiligt waren, und die alle unter einen Hut zu bringen, damit sie bereit sind, sich auch für das nächste Jahr sozusagen einzusetzen, und diese Verträge, das sind ja alles komplexe Verträge, die aufgelöst, neu verhandelt werden müssen. Und da ist dem IOC jetzt und dem Organisationskomitee in den letzten Monaten Unglaubliches gelungen. Ich hätte mir nicht erwartet, dass es so schnell möglich ist, das alles unter Dach und Fach zu bringen. Gerade in dieser Woche haben wir schon einiges gehört, schon auch für das nächste Jahr natürlich. Sparsamkeit ist angesagt. Wie beurteilen Sie diesen Trend? Sparsamkeit ist natürlich immer angesagt. Das ist ein Grundprinzip für mich als Vorarlberger sowieso. Aber ich muss auch sagen, dass das IOC uns da sehr unterstützt. Wir bekommen für ganz Europa zum Beispiel 2,8 Millionen Dollar, die wir den nationalen Olympischen Komitees zuteilen können, um allfällige Probleme, die durch die Krise entstanden sind, lösen zu können, auch um die Athleten weiter zu unterstützen. Es wurden die ganzen Förderprogramme um ein Jahr verlängert, also ganz klar mit dem Hintergrund, wir wollen zeigen, dass die Athleten im Mittelpunkt der Spiele stehen. Momentan hat Österreich, wenn man sich die Zahlen des IOC anschaut, 37 Quotenplätze, also das Olympic-Team Austria, das, mit dem Sie sich, Christoph Sieber, sehr stark auseinandersetzen, ist natürlich auch die Planung. Es wird mit fast 70 gerechnet und einer Delegation, die 170 Personen umfassen wird. Wie eifrig müssen Sie aktuell arbeiten oder steht eh gerade alles still? Na, still steht nichts. Ich meine, natürlich ist bereits viel Vorbereitungsarbeit erfolgt. Und wir haben jetzt einmal erste wichtige Details bekommen, dass es die Sportstätten gibt, dass es das Olympische Dorf gibt. Aber für uns wird sehr interessant, im Oktober das nächste globale Seminar, ein Workshop, ein digitaler mit dem Organisationskomitee in Tokio, bei dem dann auch die organisatorischen Details bekannt gegeben werden sollen, wie die Spiele tatsächlich ablaufen sollen. Und infolge dieser Informationen können wir dann wieder die nächste Planung konkretisieren, können wieder mit den Fachverbänden ins Gespräch kommen und schauen, wie soll die Anreise genau ausschauen, wird sich da etwas ändern an den ursprünglichen Planungen, kann man vielleicht erst später ins Olympische Dorf als ursprünglich angenommen, muss man sich andere Trainingsstätten suchen in der Region, um sich zu akklimatisieren. Und das sind natürlich sehr wichtige Details, insbesondere für die Athletinnen und das Betreuungsumfeld, die sehr spannend werden. Momentan kennen wir Reisebestimmungen ja ganz wechselweise. Manche Länder machen komplett zu, andere denken Quarantäne an. Steht auch das im Raum? Wird das momentan diskutiert, dass die Athletinnen und Athleten in Quarantäne müssen?
Gut, wir sind natürlich auch gefordert und haben hier auch eine eigene Taskforce eingerichtet, um uns auf verschiedene Szenarien vorzubereiten. Im Moment hat Japan sehr strikte Einreisebedingungen. Man kann praktisch nicht nach Japan für Trainingslager reisen. Unsere Segler zum Beispiel würden sich natürlich sehr gerne auch aktuell vor Ort vorbereiten. Hier soll im September eine Entscheidung fallen. Angedeutet wurde, dass es Ausnahmen geben soll für potenzielle Olympia-Athletinnen und Athleten, dass sie nach Japan reisen können. Wir haben hier andere Sportarten, die sich vor Ort gerne vorbereiten, wie Kanuslalom, wie Mountainbike. Also es wird schon interessant und natürlich insbesondere auch nächstes Jahr, dass man weitere Vorbereitungsevents auch haben kann vor Ort und sich vorbereiten kann. Im September wissen wir mehr, aber gehen natürlich davon aus, dass wir, wenn nötig, auch mit Testungen und vielleicht einer gewissen Isolation, ich möchte jetzt nicht gleich von Quarantäne reden, Athleten vorbereiten und dann auf alle Fälle nach Tokio gesund schicken. Also Pläne A bis F liegen momentan in den Schubladen. Gregor Högler, was auch noch nicht klar ist, ist, wie die Qualifikationszeiträume ausschauen werden, wie viele Wettkämpfe gestartet werden können. Wie wirkt sich das auf die Leichtathletik aus? Also in der Leichtathletik ist eigentlich schon klar, ab 1. Dezember fängt die Quali wieder an. Wir haben aber schon 5 Qualifizierte, fix Qualifizierte. Und es ist natürlich so, dass das ist ein kleiner Nachteil für uns. Wir sind auf der Nordhalbkugel, Brasilien oder so, die fangen gleich mit der Sommersaison an. Aber im Prinzip, ich schätze, dass noch ein paar dazukommen werden und können. Aber ich habe schon vorher gesagt, man muss aufpassen, dass man das alles nicht zu nah zu den Athleten lässt, weil diese Probleme, diese organisatorischen, das ist natürlich ein Wahnsinn, aber im Endeffekt zählt am Tag X, dass der relativ frisch und da muss man als Trainer schauen und sagen, du, es geht da um den Sport, wir werden dort abliefern, alles andere muss man beachten, aber man darf da nicht in eine Depression verfallen. Ja? Und der damit besser umgeht, der wird vorne sein und das ist wichtiger. Das heißt, die Athleten, also wenn wir jetzt Lukas Weiß-Heidinger hernehmen, mit dem sie sehr eng zusammenarbeiten, der kriegt von diesen Umplanungen, die möglicherweise zustande kommen, gar nichts mit. Also ich trainiere nicht nur eng zusammen. Ja, natürlich kriegt er was mit, aber im Prinzip ist es so, dass wir uns auf das Sportliche konzentrieren werden. Was mich dann natürlich interessiert, gut, wenn es eine Quarantäne gibt, wir werden vielleicht 2 Wochen drüben sein. Ich hätte eher auf eine kurze Adaptation gesetzt. Normalerweise, das wird es wahrscheinlich nicht spielen. Dann muss man sagen, gut, das wird es nicht spielen. Dann müssen wir uns halt konzentrieren, wie machen wir die Kühlung noch besser. Wenn einer 150 Kilo hat, so wie der Luki, den muss man immer schön runterkühlen. Der muss gut liegen. Das Bett muss man auch anschauen, ob das alles aushaltet und so ist. Solche Sachen bewegen uns dann. Wir müssen schauen, der ist dort und muss die anderen schlagen. Ist relativ einfach. Und mit allem, was rundherum an uns herangetragen wird, mit dem werden wir zurechtkommen. Ja. 2 Fragen habe ich noch an Peter Mendl. Und zwar, Thomas Bach hat sich sehr weit rausgelehnt, hat gemeint, Zuschauer, ohne die findet er gar nicht, dass Olympische Spiele stattfinden sollen. Ist das mutig oder leichtsinnig in einem Moment wie jetzt? Vielleicht ist es auch eine politische Aussage. Ich glaube, es ist sicher besser und die Athleten haben sich das verdient, lieber Spiele ohne Zuschauer als gar keine Spiele. Also das wäre für mich schon die Alternative, dass wenn gar keine Zuschauer möglich sind, dass die Spiele trotzdem stattfinden müssen. Es hat sich der Sport das verdient, es haben sich die Athleten das verdient, dass sie ihre Leistungen zeigen können in der ganzen Welt. Und das kann man mit dem Fernsehen genauso. Da braucht es keine Zuschauer. Natürlich ist der Zuschauer ein wesentlicher Teil der Spiele, weil sie natürlich auch die Athleten anfeuern und die Athleten brauchen auch die Zuschauer. Wir haben das heute ja auch erlebt, dass auch die IWI die Zuschauer braucht, um ihre Leistung zeigen zu können. Aber also in einem Moment wie jetzt ist es möglicherweise eben eine politische Aussage, wie Sie gemeint haben, was Japan auch ganz klar immer unterstreicht ist, dass es eine Impfung geben muss, damit das alles abgewickelt werden kann. Ist das ethisch vertretbar, dass man sagt, passt, also nur wer geimpft ist, kann hinfahren? Ich glaube, dass diese Dinge noch nicht entschieden sind, persönlich. Ethisch für mich, also ich bin für die freiwillige Impfung. Es kann niemand verpflichtet werden, schon gar nicht ein Athlet, dass man sagt, du musst geimpft sein, sonst kannst du nicht teilnehmen. Also das wäre ein völlig falsches Signal in meinen Augen.
Aber wie gesagt, wir wissen ja heute nicht, was in einem Monat ist. Wie sollen wir wissen, was heute in 12 Monaten tatsächlich der Fall ist? Und wir sehen ja auch, dass sich Medikamente sehr rasch entwickeln jetzt, dass die Impfung offensichtlich schon getestet wird, dass Medikamente getestet werden. Also ein Zusammenspiel dieser gesamten medizinischen Teile ist sicherlich erforderlich. Aber ich glaube, wir werden die Spiele ohne Impfpflicht und mit Zuschauern erleben. Und wir müssen auch darauf hinarbeiten. Es ist wichtig für die Athleten, dass sie überzeugt sind selbst. Sonst gehen sie den letzten Meter womöglich nicht mehr im Training. Mhm. Und den müssen sie gehen, um gewinnen zu können. Brauchen sie den Kopf und die mentale Einstellung. Und da bin ich völlig beim Gregor. Wir auch als ÖOC müssen den Athleten sozusagen diese Dinge abnehmen, um ihnen zu ermöglichen, dass sie sich auf diesen Tag X vorbereiten und konzentrieren können. Der Tag X, der ist dann im nächsten Jahr, und zwar der 23. Juli. Ich hoffe, dass wir uns dann alle in Tokio wiedersehen. Herzlichen Dank den Herren in dieser ersten Runde.